Hey meine Beste draußen, ich bin's Jan von Buddies United und heute haben wir wieder zwei DFB-Pokalpartien, die wir prognostizieren müssen. Gestern sind ja bereits zu den beiden Pokalspielen Paderborn gegen die Bayern und Leverkusen gegen Bremen bereits zwei Videos gekommen und auch heute werden wir zwei Videos kommen. Als erstes hier dieses Video zu Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 und dann später zu Wolfsburg gegen Schalke. Und wir werden jetzt gleich vier Magic Extra Päckchen öffnen, jede Karte bzw. jede Spielerkarte, Trikots und so zählen nicht. Auf jeder Karte, wo ein Spieler da drauf ist, zählt ein Tor für das jeweilige Team. Und am Ende werden wir schauen, wie die Partie ausgehen wird. Wenn es ein Unentschieden gibt, ist unsere Prognose, dass es mindestens Verlängerung, vielleicht sogar Elfmeterschießen geben wird. Und jetzt will ich als erstes wissen von euch, was ist euer Tipp für das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05? Ich habe euch gestern ja schon alles erklärt, aber falls ihr da noch nicht dabei wart, einer von euch kann diese original unterschriebene Marco Rus Karte gewinnen. Und zwar nicht speziell jetzt für dieses eine Spiel, passt gerade mit Eintracht, aber am Ende werde ich alle richtigen Tipps in einen Lostopf machen und aus einem Sieger auslosen. Gestern gab es erst eine richtige Stimme, beziehungsweise einen richtigen Tipp. Und zwar hat jemand das 6:0 für die Bayern getippt. Und es gab viele hohe Tipps auf 7:1 und so. Also ihr wart da schon gut mit dabei. Aber 6:0 ist schon ein schweres Ergebnis zu tippen. Und auch das 4:2 von Leverkusen war auch nicht einfach zu tippen. Deswegen bin ich gespannt, was eure Tipps für dieses Spiel sind. Und dann kommt auch nachher noch vor dem zweiten Spiel auch noch, eine Prognose hoch. Und da könnt ihr dann auch nochmal tippen und euer Glück versuchen. Aber pro Video nur ein Tipp, sonst zählt kein Tipp von euch. Ja, also, jetzt werden wir beginnen. Vier Packs, zwei Stück pro Halbzeit und kleine Randnotiz, gestern waren beide Tipps falsch. Also, gestern hatten wir Paderborn und Bremen als Sieger. Paderborn hätte man sich denken können, dass das falsch wird. Bremen hat ja sehr, sehr gut ausgesehen. Zwei frühe Tore und dann doch verloren. Mal schauen. Der Hinsicht, ich bin eindeutig nicht unparteiisch hier. Ihr wisst ja, ich bin Frankfurter. Ich werde auch nachher noch ins Stadion gehen. Also ich nehme das jetzt morgens auf, beziehungsweise mittags. Und dann werde ich nachher ins Stadion gehen. Deswegen wäre es vielleicht sogar gut, wenn Mainz hier gewinnt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Hauptsache die Eintracht gewinnt nachher. Aber wie gesagt, euer Tipp in die Kommentare. Als erstes haben wir Pascal Köpke von Aue. Dann haben wir Philipp Max, der richtig stark spielt dieses Jahr für Augsburg. Dann haben wir Andrei Jarmolenko für Dortmund, Ryan Kent für Freiburg und für Hannover 96 Salif Sané. Also, das erste Päckchen keine Punkte, weder für Eintracht Frankfurt noch für Mainz. So, da haben wir jetzt erst für den HSV Sead Salihovic. Dann haben wir Raul Bobadilla für Gladbach, Bebu für Hannover. Für Wolfsburg haben wir Gomez und Origi und für den HSV noch das Trikot. Also, erste Hälfte, keine Tore zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz 05. Sehr, sehr interessant. Wir kommen zur zweiten Hälfte, zum dritten Päckchen. Da haben wir als erstes Marvin Matip, den Captain vom FC Ingolstadt. Daniel Opare, der ja jetzt rausgeschmissen wurde bei Augsburg, weil er sich nicht so gut verhalten hat. Dann Hoffenheim Trikot, Caldirola für Bremen und Gingy Gagawa Tourkarte, die wir jetzt gefühlt schon zum fünften Mal oder so gezogen haben. Sehr interessant. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Päckchen. Keinen Sieger, das hat, also bei beiden anderen hatten wir zumindest einen Sieger voraus gesehen gehabt, auch wenn es gestern doch in die Verlängerung ging auch. Ich bin gespannt, ob wir hier noch ein Tor sehen. Als erstes haben wir Karim Rekik von der Hertha. Und da haben wir den ersten Treffer. Jonathan de Guzman, der jetzt zurück wieder im Training ist nach einer Verletzung. Und Gelson Fernandes mit dem ersten Treffer für Eintracht Frankfurt. Da haben wir zwei Spiele nachher noch. Caligiuri und Bentaleb.
Dann haben wir noch ein Duo von Freiburg mit Linard und Günther. Und als letztes noch Matchwinnerkarte Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach. Also, eine Karte, die zählt, das ist ein 1-0 für Eintracht Frankfurt. Und hoffentlich sind die Prognosen heute genauer oder besser als gestern. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Also wie gesagt, gestern zweimal falsch gelegen. Ich hoffe, dieses Mal liege ich richtig. Also, mein persönlicher Tipp ist auch ein 2-0 für Eintracht Frankfurt. Ich bin eigentlich relativ optimistisch, auch wenn sie am Wochenende gegen Augsburg grottenschlecht gespielt haben. Wirklich die schlechteste Leistung in der ganzen Saison. Und verdient verloren haben. Aber ich glaube, sie sind ein starkes Team. Sie haben ein starkes Team. Und sie haben auch jetzt endlich angefangen, zu Hause zu gewinnen. Was sie in der Hinrunde gar nicht hinbekommen haben. Und deshalb bin ich eigentlich relativ optimistisch. Wir wollen natürlich zurück ins Pokalfinale zweimal hintereinander. Wäre natürlich überkrank. Ich werde euch auch oben rechts jetzt einen in die Infokarte ein Video packen vom Pokalfinale 2017, wo wir natürlich waren, Steffen und ich. Ja, war auf jeden Fall ein geiles Erlebnis und wäre geil, wenn Eintracht Frankfurt wieder dahin kommen würde. Also, das ist jetzt mein Tipp, 1-0. Jetzt euer Tipp, wenn ihr es noch nicht getan habt, in die Kommentare. Viel, viel Glück, dass euer Tipp in Erfüllung geht, solange er gut für die Eintracht ist. Und ich will von euch den Tipp am Ende haben. Also ihr braucht nicht Verlängerung und irgendwas dazu zu schreiben. Es zählt aber das Endergebnis. Also nicht nach 90 Minuten, sondern komplett am Ende. Deswegen, falls ihr denkt, es gibt Elfmeterschießen, dann schreibt 6-4 oder so rein. Aber ich denke, für Elfmeterschießen tippen ist immer ein bisschen schwer. Aber ja, das ist jetzt meine Prognose, ist, dass Eintracht Frankfurt gewinnt. Und das war's. Nachher kommt, wie gesagt, noch ein Video zum anderen Spiel, da auch nochmal kommentieren. Und dann kommt jetzt auch danach halt dann die Auslosung, wenn es noch richtige Tipps gibt. Wenn es heute keine richtigen Tipps mehr gibt, dann haben wir schon einen Sieger. Und ja, das war's. Wir sehen uns bald wieder hier bei Manchester United. Bis nachher. Ciao.